Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo Team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. This way. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Und damit einen cineastischen guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu 13 Tage, 13 Spiele, meinem kleinen Horror-Special. Ich bin der Zini, für die, die mich noch nicht kennen. Und ja, als erstes habe ich mir einen richtigen Horror-Klassiker ausgesucht. Das ist das erste Horrorspiel, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe. Und ich dachte, das ist dann einfach passend. Kam jetzt das HD-Remake aus und wir spielen Resident Evil, wie man sieht. Ja, und ich würde sagen, wir schnacken gar nicht groß rum und holen uns hier das Farbband. Ich habe alles auf die neue Steuerung gemacht. Hier könnten wir jetzt auch schon speichern. Eine alte Schreibmaschine. Sie können Ihren Fortschritt speichern. Das Farbband verwenden? Nein.
Wir brauchen noch nichts speichern. So, ich spiele mit dem Chris Redfield. Da hab mir die alten Chris genommen. Man kann hier auch die moderne Version von Chris nehmen. Aber ich dachte, es ist hier ein bisschen stilechter. So, Was ist hier los? Das alte Herrenhaus. Sehr schön, diese Animationen hier mit den Türen. Früher wurden die verwendet, um die Speicherzeit quasi zu überbrücken. Die Ladezeiten. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, geht's weiter. Es ist wirklich lang her. Ich glaube, 96 kam das Spiel raus und so ungefähr so lange habe ich es auch nicht gespielt. Ein Rüstungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Okay, dann brauchen wir einen Schlüssel mit Rüstung. Gehen wir hier rum. Die Treppe runter. Ja, ich will euch noch kurz das Prinzip erklären. Also ich spiele immer... Und hier ist das Schwertsymbol eingraviert, ja. Ich spiele immer jedes Spiel so um die 30, 45 Minuten spielen am Tag. Und ihr könnt dann in die Kommentare schreiben, ob euch das gut gefallen hat. Und nach diesem Special nehme ich dann eins der Spiele, was euch am besten gefallen hat. Und werde das dann auch wahrscheinlich weiterspielen. Ja. Und ich habe noch nicht alle 13 Spiele. Also wenn ihr irgendwie... So, hier haben wir das Symbol. Das nehmen wir natürlich mit. Wählen Sie auf dem Statusbildschirm ein Objekt gefolgt vom Befehl untersuchen. Die Details des Objekts werden angezeigt. Okay, danke. Wie komme ich denn jetzt hier... So. Also ich kann hier drauf und dann untersuchen. Dann wird mir das hier so angezeigt. Super. Die Außenräume sind aufgrund der wiederholten Einpassung ganz abgenutzt. Das heißt, die passen wohl in die Tür. Dann gehen wir mal zurück. Also ich kann mich an den Anfang hier noch relativ gut erinnern. Was hier die? Ne, das war die andere Tür. So, Rüstung. Das müsste doch dann jetzt passen, oder? Nee, so war es nicht. Es ist wirklich schon so lange her. Wie war das denn noch? War da im Raum nicht irgendwas mit... dem Schild. Wenn die beiden einander erstochen haben, liegt der Weg in ihr Schicksal frei. Okay. Ein Bild von zwei Rittern im Kampf. Das kurze Schwert steckt in der Brust des einen Ritters, das lange Schwert hat den Kopf des anderen durchbohrt. Da sind sie sehr radikal. Ich gehe nochmal raus. Ich weiß echt nicht mehr. Verdammt, wie war das denn? That gunfire. I'm counting on you to investigate, Chris. You got it, Wesker. Okay, das ist falsch. Wir dürfen da nicht raus. Lass mich überlegen. Ah, ich glaube, ich weiß nochmal. Oh, shit.
Weg hier. Ach, wir kommen hier doch gar nicht raus. Scheiße. Hier ist ein Aufwuchs und diese Shortcuts können Sie anscheinend nicht betreten. Nein. Die Tür ist verschlossen, ein schweres Symbol. Können wir jetzt hier... Ich weiß es echt nicht mehr. Nein. Okay, dann müssen wir wohl zum Messer greifen. Das war immer das Schönste hier mit den Schnitten. Och, fuck, wie... Wie schlage ich denn? Nein! Lass mich! Jetzt laufen wir einfach mal weiter. Ich glaube, jetzt dürfen wir mich raus. Jetzt können wir denen sagen, ey, hört mal zu. Das sind Zombies. Oder auch nicht. Wesker? Jill? Where did they go? Diese Pistole werden wir mitnehmen. Ja. Und wie viel Munition haben wir da? 15 Schuss. Dann nehmen wir die doch direkt mal mit. So, das hier ist das schöne alte System. Man kann nicht laufen und schießen. Man muss zielen und dann kann man erst schießen. So. Die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Wir müssen jetzt dieses Schildsymbol finden. Irgendwie sind die Ladezeiten hier relativ lang. Okay, kommen wir runter in den Keller. Was wohl auf der anderen Seite der Tür sein mag? Wahrscheinlich jemand ganz Nettes, der nur ein bisschen Husten hat. Oh, was blinkt denn da oben? Ob da etwas drin ist? Wir können das schieben. Ein altes Foto. Vielleicht hat die Person etwas mit dem Haus zu tun. Ein Porträt hängt an der Wand. Es ist scheinbar fast... Okay. Was sagt er denn hierzu? Nix. Ja, Schwertsymbol ist klar. Wie war das hier nochmal? Ich gehe mal hier weiter gucken. Hallo? Hallo? Ah, verschiedene Kunstmaterialien. Dann können wir ja wieder gehen. Wenn ich jetzt wüsste, wie das hier war.
Wahrscheinlich werden mich jetzt einige verfluchen, weil sie das noch so genau wissen. Aber ich weiß es nicht mehr. Oder war das so und dann schießen? Ich weiß es echt nicht mehr. Nee. Wir gehen erstmal nach oben gucken, würde ich sagen. Weil die müssen ja irgendwo abgeblieben sein, unsere Freunde. Guten Tag. Ich möchte dieses Messer gerne mitnehmen. Ein Dolch, ja. Mit Verteidigungsobjekten wie dem Dolch können sie vorübergehend ausweichen, wenn ein Gegner sie packt. Sie können jedoch nicht entkommen, wenn der Gegner sie von hinten packt. Um ein Verteidigungsobjekt auszurüsten, gehen Sie zum Statusbildschirm und wählen Sie ein Objekt im Menü Verteidigungsobjekte. Wählen Sie dann den Befehl Ausrüsten. Ist ein Verteidigungsobjekt in den Kontrolleinstellungen auf manuell gestellt, so müssen Sie zum Verwenden des Verteidigungsobjekts Objekts LB drücken. Vielen Dank für diese Information. Verteidigungsobjekt ausgerüstet. Ausrüsten. Was? Jetzt ist es ausgerüstet. Ist das auf manuell gestellt oder ist das jetzt auf automatisch gestellt? Das ist die Frage. Man hört schon, da ist irgendjemand, der da rumwandert. Da ist er, unser guter Freund. Ich lasse ihn mal hier ein bisschen kommen. Komm. So. Jetzt gucken wir, ob das... Ja, genau. Das weiß ich noch. Und das war's jetzt. Also... Oh. Immer noch nicht. Jetzt war's das. Ja. Wenn das Blut fließt, dann war's das. Ansonsten bitte nicht. So. Ah, nee. Stimmt. Ah, stimmt, stimmt. Nein, nein, das ist doch falsch. Lass das doch. Chris. Chris. Ist so übermütig. Jetzt hörst du auf, wenn ich wegdrück. Also eben hat er einfach weiter gedrückt, auch wenn ich den Controller losgelassen habe. So, schieb, schieb. So, wir werden jetzt ganz mies mit dieser Kunst umgehen. Es tut mir leid, hübsche Frau. Aber das war nötig. Hallo. Ich guck mal noch hier. Ja, verschlossen. War ja klar. Wir können durch den Nebel nichts erkennen. Das ist schade. Die Tür ist auch verschlossen. Ein Rüstungssymbol. Und die Tür ist auch verschlossen. Und ein Schwertsymbol. Und das Gewitter draußen. Ich will doch gar nicht hier sein. Aber wir gehen jetzt erstmal gucken, was wir denn da gefunden haben durch das Runterschmeißen. Das könnte mir durchaus interessant sein.
Aha. Ein blauer Edelstein, den wir natürlich mitnehmen. Ich glaube, ich gehe mal hier den Zombie noch erledigen. Guten Tag. Komm. Mein Guter. So, und da seht ihr das Blut. Das war's. Wie viele Schuss haben wir denn noch? 3. Interessant. Interessant. So, da liegt die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneths Film. Das ist der Film, der Kenneth gehörte. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Videorekorder. Das war 96 noch ein Gerät, das man benutzt hat. Das war sowas ähnliches wie ein Blu-ray-Player. So, dann gehen wir mal hier vorbei. Stimmungsvoll. Und wir kriegen ein Pistolenmagazin. Und da liegt schon jemand. Eine Leiche liegt auf dem Boden. So, als ob sie plötzlich gestorben, als sei sie plötzlich gestorben. Was zum Teufel ist hier im Haus vorgefallen? Das wüssten wir auch gerne. Und wir verwenden das hier direkt mal. Das brauchen sie. Hä? So geht's, genau. Okay, hier sind auch, sieht man, da sind Ketten an der Wand. Also alles sehr bizarr. Und diese komischen Pflanzen, die wir nicht mitnehmen können, weil wir zu viele Objekte haben. Aber ich würde sagen, die Munition ist zwar knapp, ich kann die doch... Nee, kann ich nicht. Weil normalerweise kann man hingehen und kann die Sachen irgendwo ablegen. Ein großer Vogelkäfig. Darin liegt ein toter Rabe. Okay. Dass sie sich auch Raben gehalten haben. Dun, dun, dun. Da hat man gesehen, da liegt schon einer. Guten Tag. Und da hört man auch schon. Und jetzt schön durch diesen Spiegel. Seht ihr das? Das war früher so geil gewesen, dass du auf einmal durch diesen Spiegel dann den Zombie kommen siehst. Ich gehe jetzt aber einfach mal durch die Tür. Wir müssen ja uns nicht direkt um jeden Zombie kümmern. Auf dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist erst der Anfang. Das ist aber nett. So, und da ist auch eine ganz bizarre Figur. Aus dem Schild ist eine Inschrift. Der Tod ist der wahre Geist der Glückseligkeit. Was ist hier? Dun, dun, dun. Möge wer dieses Symbol nimmt, Frieden im Tode finden. Okay, den können wir gerade nicht tragen. Wir müssen so eine scheiß Kiste finden. Ja, du sagst jetzt auch noch was. Auf dem Schild ist eine Inschrift, der Tod ist alles. Ein Helmsymbol, okay. Mm.
Da müssen wir nochmal raus. Und jetzt kümmern wir uns mal um Frau Zombie. Oh, es ist ein Herr. Es hat so ausgesehen, als hätte er einen Rock angehabt eben. Komm. Dickerchen. Nee, kommst nicht mehr. Okay, Tür ist zu. Das hier sieht auch sehr verrückt aus. Sie waren wohl Kunstsammler. Und wir bekommen einen Pfeil. Aber den können wir nicht tragen. Das war auch immer das Schlimmste in dem Spiel. Und die Orientierungslosigkeit. Verschlossen. Ah. Jetzt sind wir hier wieder. Haben wir jetzt, ne, wir haben nichts verwendet. Schande über mich, ich weiß echt nicht mehr, wo das, wo die Schildtür war. Okay, da ist Schmerz nochmal. Nee. Dann gehen wir wohl nochmal runter. Ist schon bizarr, wie groß dieses verdammte Haus ist. Okay. Warum ist die Kommode wieder verschoben? Was ist das? Sollen wir mal gucken gehen, was dahinter ist? Ja. Genau so machen wir das, Chris. Hallo? Ein Dolch. Nein. Okay. Wenn der Kopf weg ist, stehen sie nicht mehr auf. Das kann ich euch sagen. Aber genau diese Situation kannte ich noch. Deswegen sorry, dass ich euch ein bisschen da jetzt den, dass ich da jetzt nicht den großen Schreck gekriegt habe. So, ja. Diese verdammte Uhr, ich hasse das ja. Wenn ich so Uhren ticken habe, das ist für mich mit das Schlimmste, das ist der größte Horror überhaupt. Ich kann das nicht haben. Aber wo sind die anderen hin? Sie können doch nicht auf einmal weg sein.
Was ist das hier denn? Ein Friedhof? Fuck. Okay, sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das ist natürlich sehr ärgerlich gerade. Weil da ein Turmband ist. Ein zerbrochener Grabstein. Er trägt weder Namen noch Inschrift. Das tut mir echt leid. Oh, und da heulen die Wölfe. Verdammt, wo sind wir hier? Der Grabstein mit dem Bild eines Engels. Hier ist eine Einbuchtung in Form einer Pfeilspitze. Haben wir diesen Pfeil vielleicht schon gefunden? Haben wir. Aber weil wir so eine keine Scheißkiste finden, wo wir Zeug ablegen können. So, jetzt haben wir noch Shotgun-Munition, mit der, die wir aber auch nicht mitnehmen können. Dann gehen wir wieder rein, würde ich sagen. Auch sehr schön mit den Motten da oben. Das hört sich auch saugeil an. Und zack. Da sind wir wieder. Ich wollte mal was gucken. Ich bin mir nicht sicher. Ob nicht hier vorne noch eine Kiste war. Nee. Ich dachte nur, da wäre eine. Ja. Ich bin echt, das ist so typisch Zinni. Mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Und zwar wie ein ganz, ganz löchriges Sieb. Da fliegt so alles raus, was man sich so vorstellen kann. So, hier haben wir den Pfeil. Munition, die hätten wir fast übersehen. Jetzt können wir nämlich kombinieren. Dann haben wir nochmal 15 Schuss in der Waffe. So, ich würde sagen, wir sind ja jetzt schon relativ weit gekommen. Deswegen machen wir jetzt erstmal eins, um ein bisschen Platz zu schaffen. Gehen wir hier hin. Und jetzt können wir hier nämlich unseren Fortschritt speichern und dann machen wir das einfach mal. Man sieht, ich habe noch keinen Speicherstand gehabt und wir haben jetzt mit der Schreibmaschine alles festgehalten. Und ich würde sagen, ich glaube, das geht auch. Ich kann das Milch nochmal da reinsetzen. Dann haben wir nochmal Platz. Und jetzt können wir nämlich auch wieder agieren, wenn wir zwei Plätze hier frei haben.
Was ja relativ sinnvoll ist. Dann gehen wir mal hier hoch. Ah, nee, da wollte ich eigentlich nicht rein. Aber okay. Okay. Ich glaube, dann komme ich jetzt auch von hier dran. Wir haben uns ein bisschen Zeit gespart. Ja. Der goldene Pfeil, den nehmen wir uns mit. Dann geht's wieder raus. Und dann gehen wir hier wieder raus. Oh, komm schon. So, und dann kommen wir hier wieder ganz raus. Dum-di-dum-dum-dum. Und jetzt kann es interessant werden. Passt so nicht in diese Einbuchtung. Ein goldener Pfeil. Die Pfeilspitze sieht aus, als könnte man sie abnehmen. Huh. Okay, ja, ja. Jetzt geht's. Zack. Was ist denn da los? Das hört sich aber komisch an. Eine Steinstatue mit einem Loch anstelle der Augen. Eine Steinstatue mit Löchern anstelle von Augen, Nase, Mund. Eine Steinstatue mit Loch anstelle der, einem Loch anstelle der Nase. Und eine Steinstatue mit einem Loch anstelle des Mundes. Ja, hier geht einiges ab. Wie man sieht. Ein Buch ist in der Einbuchtung eingepasst. Buch der Verfluchungen. Mitnehmen? Jo. Dann gucken wir uns das Buch doch direkt mal an. Es trägt den Titel Buch der Verfluchungen. Okay. Mehr sagt es uns nicht. Dann sind wir wohl jetzt verflucht. Ich bin gerade am Überlegen, warum nicht hier sowas. Nee. Also sehr bizarr, was da vor sich geht. Also scheint ja irgendein Mechanismus zu laufen. Und das ist ja dann nicht von ungefähr. Und wir haben jetzt hier alles durchgeguckt und immer noch keine... finden wir unsere Freunde nicht mehr. Sie sind einfach verschwunden. Okay. Jetzt
Muss ich kurz gucken. Die Tür ist verschlossen. Ein Schwertsymbol. Ein Helmsymbol. Schieben wir doch einfach mal die Kommode dahin. Vielleicht könnte das ja sinnvoll sein, um den Schlüssel hier mitzuholen. Die Karte hier mitzuholen. Und zwar ist das die Karte vom Erdgeschoss. Und da sehen wir, vollständig haben wir noch nicht alles. Wir sehen, wo die Türen zu sind, auch. Ach, da haben wir auch, wir haben nicht nur fürs Erdgeschoss, sondern auch für die Obergeschosse die Karte. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder ins Haupthaus. Wie heißt das? Eingangshalle, würde ich es nennen. Wir könnten ja auch einfach abhauen. Keine gute Idee, wie man sieht. Ah, lass mich los. Nein! Lass mich! Und das war's. Und wir sind schwer verletzt, wie man sehen kann. Kritisch. Also absolut keine gute Idee, da rauszugehen. Wir hatten doch hier... Ein Buntglasfenster. Das Muster in der Mitte erinnert an eine Frau. Ja, ich weiß doch, dass sie zu ist. Jetzt haben wir echt keinen Speicherplatz. Ja, dann gehen wir doch mal nochmal die Items durch, die wir haben, würde ich sagen. Und dann prüfen wir doch nochmal das hier. Was ist das? In dem Buchrücken ist ein Schlüssel eingebettet. Entfernen? Ja. Wir haben einen Hausschlüssel. Buch der Verfluchungen. Die vier Masken. Eine, der nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht.
Eine, die nichts Böses sieht. Eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Das hört sich sehr nett an, würde ich sagen. Wir haben jetzt hier einen Schlüssel. Wir überprüfen den mal. Ah, was ist denn da drauf? Ein Schwert ist da drin eingraviert. Dann ist das wohl der Schwertschlüssel. Manchmal braucht man einen kleinen Anstoß, würde ich sagen, um ein bisschen weiterzukommen. Ich wusste das echt nicht mehr. So, na. Hier geht's raus. Und jetzt haben wir den Schwertschlüssel verwendet. Und dann gucken wir mal, was es hier gibt. Ich habe gerade gesehen. Wir hatten die Pistole gar nicht ausgerüstet. Okay. Wo ist er? Da unten. Aber da ist, glaube ich, auch einer. Deswegen gehen wir hier rüber. Das ist nämlich sehr angenehm. Der steht nochmal auf, oder? Ja. Man sieht, der junge Herr ist sehr robust noch. Ein bisschen nachladen. Das war's aber, oder? Nee, ich glaube, der steht nochmal auf. Nee. So, man hat aber schon gehört, ein Freund von ihm ist direkt hier um die Ecke. Der steht nochmal auf. Nein. Okay, die Tür ist verschlossen. Ein Helmsymbol. Und die können wir aufmachen. Jetzt sind wir wieder hier. Das heißt, wir haben einen kleinen Shortcut. Aber was wollen wir jetzt da? Wir wollen gucken, wo der junge Herr hier unten herkam. Der steht nicht mehr auf. Er ist scheinbar schon ein paar Stunden tot. Ah. Und jetzt können wir hier unsere Sachen ablegen, die wir nicht mehr brauchen. Das Messer behalte ich mal noch. Den Schlüssel behalte ich auch. Und wir holen mal das hier mit. Weil das können wir jetzt verwenden. Und wir sind wieder gesund. Wir haben ja noch überall noch diese... Ein zerbürtes Bett. Sonderweise... Anweisung zur Entsorgung von Leichen. Wir haben neue Informationen bezüglich dieser Wesen. Sie scheinen tot, doch sie können wieder zum Leben erwachen. Es gibt jedoch Methoden, um eine erneute Aktivität zu unterbinden. Derzeit sind zwei Verfahren bekannt, die eine Wiederbelebung verhindern. Einäscherung, Vernichtung des Kopfes. Falls weitere Methoden entdeckt werden sollten, werden sie umgehend benachrichtigt. Bis dahin wurden für alle
die noch nicht jeglichen Lebenswillen verloren haben, Öl im Erdgeschoss des Hauses gelagert. Nehmen Sie so viel Sie brauchen. Sie benötigen etwas, um es zu entzünden. Ja. Das müssen Sie selbst finden. Ja, Feuerzeug haben wir dabei. Da ist noch eine Schreibmaschine. Wisst ihr was? Wenn ich so auf die Uhr schaue, dann speichern wir jetzt ab und überschreiben einfach. Und da würde ich sagen, das ist das Ende der ersten Folge 13 Tage, 13 Spiele. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mir hier zu rätseln. Gruselig. Es war mal gruselig vor vielen, vielen Jahren. Aber ich meine, so hat das Ganze halt angefangen mit Horrorspielen damals. Und ich denke, das ist ein guter Anfang. Und morgen sehen wir uns wieder zu einem neuen Spiel. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.